diesen Speed, das Ding macht 16 Base Range Damage und zieht euch mal rein, wie schnell das schießt. Kann man mal machen, wenn so ein Gegner direkt vor einem steht. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Nero und heute wird es eine Teleportation geben, eine kuriose. Übrigens, hi Smurf. Guten Tag. Denn die Deeplands haben sich resettet. Das ist scheinbar irgend so ein Bug in dem Modpack und wir loggen uns jetzt einfach mal ein, ne? Die. Denn das letzte Mal bin ich bei dem NPC rausgekommen. Das wird sich auf jeden Fall noch ändern. Also wir werden wahrscheinlich nochmal die Chance haben, mit diesem NPC ein wenig zu talken. Mhm. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier vorne Aber so lange sind wir noch in der Shitty, das ist ganz ja, gut. Ja, das ist eigentlich, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, weil der Weg wäre eh weit und lang gewesen. Ich wollte gerade sagen, jetzt ich lade auch erstmal unsere Rüstung ab, damit wir da schon mal auf der sicheren Seite sind. Die Guns sind da, okay. Ich werde hier mal die Hollytops, oh, die sind alle noch nicht richtig gewachsen, das ist natürlich schade. Ja, einen habe ich, glaube ich, immer noch im Inventar einen ausgewachsenen, einen Hollytop. Okay, dann werde ich mal ganz, ich verstehe einfach auch nicht, weshalb die hier teilweise nicht diese Bones. Jetzt kommt hier auf einmal Knochenmehl bei raus. Ernsthaft? Das ist, ja, ich krieg jetzt, funktioniert's. Was ist denn hier manchmal los? Also ohne Witz. Das sind ganz normale Knochen. Und ich meine, also ich bin ja manchmal ein Schusselkopf. Aber diese Knochen haben das letzte Mal einfach nicht funktioniert. Jetzt funktionieren die wieder nicht. Hä? Ich schmeiß sie wieder weg. Ich glaube manchmal, wenn da so ein Kopf bei ist. Aber egal, ich habe jetzt das, okay. Ich habe jetzt erstmal 60 Bone Meal und kann diese Tops hier benutzen. Du könntest mal kurz Lemonite. Oh Gott, das hat gerade gerubbelt. Mails sind schon mal für dich, wenn du gleich hochkommst. Ja, genau. Lemonite ist nämlich für die Bögen da, für die Pfeile, die wir mit einem richtig krassen Speed hier rauskloppen können. Also zack, das ist nicht von schlechten Eltern. Ja, da bin ich auch echt gespannt, wenn du das jetzt mal maken tust. Oh, da kommt irgendjemand. Moin Leute, guten Tag. Macht, dass ihr wegkommt. Und ja, das ist heute der Plan, dass wir diese Pfeile herstellen. Smurf will nochmal ganz kurz in die Deeplands gehen. Ach komm, jetzt hört doch mal auf. Woher kommt ihr denn alle? Schon mal ein bisschen Schizzle zu machen. Jo, ihr Chompers, ihr kriegt sowas von Hausverbot. Nochmal einmal so. Und da kommen noch mehr. Und hier mal wieder unseren Schizzle-Diddizzle, damit ich hier nichts verliere. Wenn wir das schon mal ready haben. Mann, jetzt geht doch einfach mal weg. Es ist richtig frustrierend. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Und ich muss heute auch noch mal kurz unter Tage, um, ich brauche nämlich noch so eine Saphir-Rüstung und dann kann ich auch gleich noch mal, Saphir-Rüstung, ein Saphir-Schwert und kann dann noch mal ein bisschen Lemonite holen für uns. Boah, wir haben richtig viel Kupfer-Coins, hatte ich schon alleine da reingelegt. Oh ja, stimmt, da hatte ich auch noch richtig viel. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks und 18 und so, 6 goldene Coins habe ich auch noch gehabt. Wenn wir die noch mal irgendwie 23 Hollytops, das ist ganz nett. Ich höre doch hier schon wieder einen Mob. Da hört er doch schon wieder Mob jetzt. Da ist doch, das gibt es dann. Oh, da hinten kommt schon wieder einer. Da ist doch. So, tun wir die ganzen Sachen auch mal nochmal kurz hier raus. Dann bleiben wir hier mal verhältnisweise clean. Jetzt mal, was machen wir denn nach der ganzen Sache? Wollen wir dann mal gucken? Also ich muss ja sagen, ich weiß eigentlich jetzt gerade just in diesem Moment, ich könnte mal die Sachen gleich auszählen, ob ich jetzt tatsächlich Bürgermeister geworden bin. Das stimmt tatsächlich. Als Bürgermeister könntest du mal auszählen, ob du Bürgermeister geworden bist. Ja, genau. Ich weiß es, also ich habe ein paar Stimmen habe ich schon geholt, aufgrund meiner Exorbitanten. Jetzt ist doch hier mal Schluss! Ich bin erpresst worden. Ich möchte das nur mal kurz sagen, Leute. Erpresst worden. Paluden hat mich erpresst. Ich hab dich gestochen. War eine schlimme Zeit. Er hat gesagt, ich prank dich sonst den ganzen Tag. Ich prank dich sonst. Und ich gesagt, bitte keine Pranks, Paluden. Bitte nicht. Dann hat er gesagt, er klaut mir einen Autoreif. Ein Autoreif? Ach ja, genau, Alter. Und dann gibt's nochmal den. Och, nicht schon wieder so ein Hundi jetzt. Ach, das bist du. Jetzt hast du die am Hintern. Okay, nee. Das waren die Hundis, die so übel nervig sind da hinten. Jetzt die Knochen schmeiße ich echt weg. Die kannst, und hier ist schon wieder einer. Ohne Witz. Sucht euch doch andere Leute. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz bei Kev. Gucken, ob der nochmal ein bisschen Bone Meal hat. Und das tausche ich dann notfalls gegen irgendwas anderes Geiles. So. Decke, lass mich nicht im Stich. Da hinten sind doch direkt welche. Hey, der Server hat mal wieder ein bisschen gelaggt. Oh, hier ist noch ein bisschen Knochenmehl drin. Das schnabuliere ich mir mal ganz kurz. Oh, it is night. Nightfalls of the world. Gut. So. Das werde ich ihm auf jeden Fall nochmal zurückgeben. Oder notfalls geben wir ihm ein paar Dias. Oder immer dieses Springen, ne? Ich kann es nicht sagen. Zack. Was ist mit dem Springen? Achso, das, damit man dann... Ja, das ist immer hochzubauen, das ist echt... Suboptimal. Eine tragische Story, ey. So, aber wenn wir das jetzt gleich haben, dann mache ich gleich noch ein riesiges Feld für alle, damit die dann hoffentlich bald mal wachsen. Nice, nice. Und dann
wissen wir aber, wo der Frosch die Lobby hat. We will do it. So, jetzt habe ich noch 5. So viele Steinchen habe ich auch gar nicht mehr, merke ich gerade. Da sind doch... Och, da ist schon wieder einer. Ich bin mit deiner Mutti, Alter. Ich sag's dir, Willi. Was? Mit der Mutti? Ja, mit seiner Mutti. Mit der Chomper-Mutti. Mit der Renorde? Die haben nämlich nur... mit der Renorde? Die haben nur eine Mutter. Die ist fleißig. So, die haben wir jetzt alle angepflanzt. Den habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Okay. Coins. 46. Coins. Coins, lol. Hä? Wusstest du das gerade? Was denn? Ich hatte exakt, als du 46 gesagt hast, hatte ich 46 Coins in meinem Inventar gerade gedroppt bekommen. Smurf, ich kann deine Gedanken lesen. Das ich hatte 46 Hollytop Petals. Ach so, wie krass. 46 in der Sekunde. Ich dachte mir so, was geht denn bei dem ab? Wir haben zu oft aufgenommen. Warum hab ich zwei Konfettikanonen? Unsere Gehirn sind. Du hast zwei Konfettikanonen? Ja, ja. Höchstwahrscheinlich, weil ich die Clowns da getötet habe. Ach, in der Höhle mal. Ja, aber die haben ja nur den. Die haben ja nichts Geiles gedroppt. Oder waren die Clowns das, die den... Weiß ich nicht, aber das war also da, als ich die gedroppt habe, die... Gedroppt... Ja, finde ich auch. 42, ne? Als ich die gedroppt bekommen habe, das waren so 6-7 Stück, Die ich ja getötet habe. Guten Tag, hier sind auch Lemonite. Okidoki, dann schnappe ich mir nochmal hier die Federn. Federn, zack. Schauen wir mal. Mal gucken, so einigermaßen. Oh, da sind die Holly Arrows. Soll ich sie komplett rausknallen? Ja, machen wir jetzt hier einmal gucken. Zack. Okay, wir haben 2 Stacks. Ja, fast 2 Stacks. Uns fehlt gerade. Oh, du hast hier die ganzen Sachen. Da lege ich mal mit was rein. Mal ein paar. Zack. So. Ja. Hier legen wir alles rein aus der Dimension. Das ist die Dimensionskiste. Wollen wir das irgendwie so handeln? Ja, ja, genau. Hätte ich auch. Pack hier auch diesen Shiny mal rein. So. Hier sind auch nur die beiden da. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz ein bisschen. Also Leute, ich werde das als kurzer Reminder auch an Smurf. Ich habe den Bow. Ich habe den Deep Bow. Oh, nice one. Das ist nicht schlecht, aber der hier ist besser. Damage, ich will halt jetzt keine... Obwohl, ich kann die doch hier längs schießen. Geradeaus. Ich kann die Pfeile ja wieder einsammeln. Ja, kannst du auch machen. Meine Damen und Herren, diesen Speed, das Ding macht 16 Base Range Damage. Und zieht euch mal rein, wie schnell das schießt. Kann man mal machen, wenn so ein Gegner direkt vor einem steht, dann kriegt er auf jeden Fall ganz gut Schaden. Vor allen Dingen, wenn die sich dann hier oben rumlungeln. So, dann haben wir die mal alle wieder eingesammelt. Perfekt. Oh, das ist eine schöne Waffe. Ich pack dir deine auch mal in die Kiste nach oben, ne? Mach das. Okay, Willi. Ciao, Willi. So, warte, hier in die... Oh. Zack, Skeletal. Oh, die darf ich natürlich nicht so oft random benutzen, weil die hat nicht so eine große Usage-Time. Ja, aber dafür gibt es trotzdem aufs Gesicht, wenn die mal benutzt wird. Ja, wenn jemand Beef will, kann er den auf jeden Fall gerne haben. Oh, Alter, diese Rüstung hier auch zu kriegen. Das war von dir. Ich bin jetzt gerade die Hake für unser Team. Das gibt's doch nicht. Lemonite könnte man auch noch mal ein bisschen was farmen. Pack den Uncharged Stone Deep Banner. Dürfen hier auch noch mal rein. Deep Land Gems. Skeletal Block. Was haben wir denn hier noch? Die Arrows behalte ich erstmal, die brauche ich noch. Ich bin hier gerade entweder verwirrt oder verwirrt. Nee. Ach, jetzt kam die Sachen ins. Nee, ich habe einfach nur unglaublich viele Coins bekommen. Hagel. Okay, alles perfekt. Ich habe noch die Sachen an. Okay. Es kann doch nicht sein! Hui! Nummer 3 Stacks Coins. Oh, 3 Stacks. Ja, Mensch! Viel. Da finde ich klasse, die Coins, ey. Oh, jetzt habe ich aber auch meine Haste endlich bekommen hier unten mal. Die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht. Normalerweise kriegt man in den einzelnen Dimensionen immer noch einen Buff von den Göttern in den Dimensionen. Okay. Die da drin sind. Das ist ja nicht unsere Welt. Dementsprechend, Deeplands hat auch einen eigenen Gott. Und der stattet uns jetzt hier aus mit Haste 3 auf unbegrenzte Zeit. Jump Boost haben wir ja von unserer Rüstung aus. Und da müssen wir mal gucken. Ist stark. Wollte ich mal kurz erzählen. War eine kleine Story. Ist krass. So, warte mal. Ich packe jetzt mal hier die ganzen Sachen und dann gehe ich mal gleich unter Tage nochmal. Vielleicht habe ich ausnamsweise mal Glück. Das wäre gut. Das wäre gut. Also, ich bräuchte auch mal ganz kurz ein bisschen Glück. Das wäre auch mal ganz nice. Okay, bitte Smurf. Liebe gut. Oh, hier vorne ist noch was. Ah, da sind so welche. Nice. Potatoes hatte ich. Hier kann ich nochmal 2 Karotten irgendwie random ranpacken. Alles schön, alles wunderbar. Ach komm, Pamelonskis. Bei wie viel Minuten? Oh, wir sind ja gerade mal bei 10 Minuten. Da ist aber schon alles ganz gut ausgeslurpt. Oh, da habe ich aus Versehen. Ich könnte natürlich auch nochmal nach Federn suchen, weil Federn sind das, was wahrscheinlich am nervigsten zu holen sein wird. Federn. Ja, Federn. Ich guck noch mal unten, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben.
Ach, hier kann ich gar nicht durch, durch den Banner. Oder hattest du alles aus den Kisten rausgeräumt? Oder nur die wichtigsten Sachen? Eigentlich alles, glaube ich, bei uns. Ach so, eigentlich oder so, alles. Oder so ziemlich alles waren halt viele wichtige Sachen. Aber warte, hier ist die... Kurz hier, kleine Plattform, wir wählte was Paluden passiert. Als König, Pedele will Paluden. Ja, und die anderen beiden haben irgendwie nicht gewählt, oder was? Oh, also wir haben eine voll jetzt endlich mal. Ich habe ein Head. Nice! Und zwei Chests. Halalalala vom Paluten. Ja, bloch. Waffelstimme, wen hast du gewählt? Sehr gut. Sehr gut. Ich wollte gerade schon sagen, Paluten? Ich bin gerade fast aus der Ausnahme geflogen, Paluten? Leute. War da live dabei. Ich wähle, wer ist das denn? Okay. Ja, warte mal, dann habe ich doch... Ja, dann bin ich ja König. Ich bin König, meine Damen und Herren. Ich bin König. König dieser wundervollen Stadt. Und meine erste Regelung wird sein... Smurf? Ja? Du musst nicht mehr zur Schule. Ja! Nie wieder Schule. Unser Land wird dumm bleiben. Es wird eine Armada von kleinen Dummies. So, warte mal. Gehe ich denn jetzt einfach in unseren Gang? Unser Land wird dumm bleiben. Oh, Mensch. Ja, das ist natürlich... Weil so ist man richtig klug. Pidissel wollte nämlich gerade runtergehen ohne eine Spitzhacke. Genau deshalb habe ich die Schule abgeschafft. Damit ich nicht der Dümmste bin. Das ist mein System. Ganz weit vorne. Ja, die Frage, ich muss mich dann vielleicht in Zukunft, muss ich mich mal mit den Vertretern der anderen Städte zusammensetzen. Weil ich bin eigentlich jemand, weißt du, ich habe nichts gegen Beef, vor allen Dingen jetzt nicht, wo ich die Waffe habe. Jetzt fühle ich mich eigentlich schon relativ sicher, die kriege ich mal direkt auf die 2, das auf die 3. Aber es ist natürlich, wir wollen natürlich auch... Ich habe meine gar nicht abgeholt, ey, verdammt nochmal. Die schwachen Leute, die wollen wir natürlich schützen. Und es kann nicht wahr sein, dass hier manche Leute bevorzugt werden. Was, wir wollen die schwachen Leute schützen? Ich dachte, wir immer nur auf die Armen und Schwachen. Nein, das ist... Nee, sowas machen wir nicht. Okay. Ganz ehrlich. Lemonite ist jetzt doch ein bisschen wertvoller geworden. Da muss ich doch mal... Ich hatte doch hier eine Diamantspitzhacke. Ich hatte... Ach! Ja gut, ich muss ja B drücken, dann habe ich die beiden Sachen, ja. Muss ich sagen, Lemonite habe ich auch sehr unterschätzt. Lemonite ist schon das Angenehmste, was man haben kann. Es ist easy zu getten. Ja. Überhaupt nicht selten. Und man kann damit echt viel Schissel machen. Ja, jetzt muss ich hatte die da drin in meinem komischen Backpack. Ja. Rüstung ist da, geilo. Dann werde ich mal meine Dia-Spitzhacke einfach mal verzaubern. Die hat einfach noch die meiste Haltbarkeit. Das ist halt echt nice. So, die mal hier raus tun. Zack, mal schön verzaubern. Level 11. Oh, Effizienz 2, Haltbarkeit 2. Das ist ganz nice. Das ist wirklich ganz sexy. Effizienz besonders. Ja, da kann ich jetzt mal schön und ein bisschen... Ich wollte gerade sagen rubbeln, aber das klang falsch. Also unten ein bisschen... Du anverlass aber auch nur mit mir immer, ne? Das ist echt da deine Zweideutigkeit. Ja, die habe ich auch öfter mal so zweideutig, als ich Slither gespielt habe. Ich sehe schon wieder die nächste Animation vor mir. Dieses Eierding ist auch eine Animation geworden von dir. Das war auch echt. Ne, als ich Slither.io gespielt habe, da war es auch immer richtig schlimm. Damit irgendwie... Oh, hier ist direkt Lemonite. Nehme ich direkt mit. Irgendwas nett. Komm mal machen. Oh, da haben wir die guten Sachen hier. Und dann bin ich jetzt auf Stufe 5. Da kann ich mich hier einfach mal längs bauen. So, ich gehe doch nochmal rüber, Leute. Nicht, dass mir da was runterfällt. Ein Deep Rock. Ja, das ist ein bisschen Kohle. Stimmt, Kohle haben wir auch in letzter Zeit. Ach, Endrest is over. Gott, das gibt es doch nicht. Ich brauche mal so ein schönes Saphirschwert. Oh, ich habe Dias gefunden. Ach, Schuhe wieder. Nice, okay. Ja, noch ein Kopf wieder. Oh. Ich glaube, noch einen Kopf wieder. Dann habe ich 2 Sets komplett. Dann würde ich auch kommen. Der Rest ist dann für die anderen. Come home, Smurf. Also ich mach's, glaube ich, noch bis zu Ende der Folge. Dann haben wir das alles fix und safe. Ja, gut. Zumindest dann aber ein Set Dias voll. Können wir eigentlich auch noch so anders bauen. Aber egal. Für Dias bin ich hier nicht runtergekommen. Für Cameron. Cameron Dias. Cameron. Oh, guck mal, hier war ja schon jemand. Auf der linken Seite ist da schon so ein kleiner Gang. Oh, kurz noch ein paar Blöckchen. Alter, der Speed, mit dem man hier abbaut mit Haste 3, das ist echt... Ist geil, oder? Feierlich. Es ist schon geil. Hallo, Dado! Hallo, Dado! Hallo, Zombie! Hallo, Zombie! Die Stadt sind die? Stadt Schwarz. Also. Hey! Ja, also ich meine, rein theoretisch... Oh, ach, jetzt, ich hasse das, dass man immer seine ganzen Sachen automatisch irgendwo... Wo ist denn das jetzt reingekommen? Ich habe meine Faggeln irgendwo reingetan. Ach nee, hä? Hallo, genau. Freunde. Ja, ich kaufe dir nicht ab, Zombie. Vielleicht warum heißt irgendwo. Du denn Zombie? Ich kann auch kaum richtig gucken. Wenn die auf einmal hinter mir stehen, habe ich ein Problem. Oh, Thema, kaum richtig gucken, da bin ich glaube ich auch gerade im gleichen Club mit dir so. Muss ich echt aufpassen, wenn die auf einmal hinter mir stehen. Ich sollte es vielleicht sneaken. Aber da vorne waren noch Sachen. Oh, ich höre hier auf jeden Fall Mobs. Das ist eins. Und wieder ist die Spitzhacke weg.
Junge, das ist ja richtig nervig. Spitzhacke weg oder nur in deinem Backpack? Nee, nur in dem Bagelpackel. Bagelpackel, ja, das habe ich aber auch immer, wenn ich hier bauen muss oben gerade. Das ist echt nervig. Aber jetzt ist hier ein bisschen Kies, da baue ich um den Kies professionell herum. Oh, was ist denn hier los? Nee. Bam. Komm schon, ich brauche doch nur ein bisschen Saphir. Einer würde sogar rein. Oh, Lemonite, ist auch cool. Lemonite nehme ich ebenfalls. Leute. Spitzhacke wieder weg. Dann bleibe ich mal hier. Alter, diese Geräusche sind immer so cool. Ja, Dito, die Geräusche in dem Modpack, da hat sich echt einer hingesetzt und erstmal eine Dreiviertelstunde lang echt alles mal im Repertoire durchgeradert. Ich frage mich auch, wie man sowas aufnimmt. Ey, dieser Backpack geht mir echt auf den Keks. Was kann ich hier machen? Kann ich den droppen? Hab ich den gerade gedroppt? Was hast du gedroppt? Mein Backpack? Ich habe gerade mein Backpack gedroppt, aber wo ist der hin? Droppt? Ach, der ist in meinem Inventar. Okay, alles easy. Das finde ich momentan gerade ein bisschen entspannter. Also, oh, ich hab noch mal 2 Stack Deepland Gems, wenn wir das irgendwie hinkriegen mit dem Händler die nächsten Folgen, ist ganz gut schon mal für uns. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz nice. So, ich brauch doch jetzt hier noch mal ein bisschen Saphir. Man kann, weil es ist halt nervig, ich habe halt ein bisschen weniger Damage einfach als alle anderen. Ja. Und da noch mal einen sich zu holen, wäre halt echt geil. That is true. Ich meine, ich hab jetzt noch 4 Minuten. Ja, Luck wäre geil, wenn du das noch drauf bekommen hättest. Oh ja, Luck wäre richtig geil. Luck krass. Bei Saphir, boah, so 10 Stück oder so aus einem Bobbelchen, das wäre. Oh, hier haben noch mal ein paar Dias. Luck, ja, sorry Leute, ist wie gesagt kein Varo. Also in Varo hätte ich mich jetzt krümelig gefreut. Für so ein paar Dias. Aber. Ja, wir haben ja einen Stack. Einfach so rumliegen. Ja, man weiß ja nicht, es können auch schlechte Zeiten kommen. Ja, auf jeden Fall, meine Güte. Ah, nochmal Schuhe. Wir kommen der ganzen Sache deutlich näher. Oh, nochmal ein drittes Set, oder? Ja, weil wir brauchen halt noch einen Kopf ein. Also das ist das Einzige, was fehlt noch. Ein Kopf und dann wär's das Ding. Ich brauch doch nur einen Saphir. Ich brauch nur einen. Einen haben wir noch. Eigentlich, so, ich schau mal. Gib mir doch mal einen. Komm, die Zuschauer wollen's doch auch. Leute, drück mir jetzt gerade die Daumen. Die wollen's doch. Ich brauche einen. Ich grab mich hier einfach nur nach vorne. Einfach nur nach vorne. Warte, jetzt interessiert mich noch, was die Bobbelchen hier machen. Kommt da? Oh Gott, nee. Jetzt geh ich mal in die Wände. Hier ist ein bisschen Gold noch. Gold ist gut. Goldäpfel. Kann man immer ganz gut gebrauchen. Ist noch. So, mal hier reingucken. Ach, ey, so ein Night Vision wäre hier mega fett gewesen. Tut mir schrecklich leid für die Leute, die diese dunklen Folgen gar nicht abkönnen, aber wir brauchen es halt. Muss man durch. Ein bisschen die Helligkeit hochstellen. Ja, ist ja aber schon bei mir auf Maximum, leider. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Es ist auch, immer wenn ich nach links und rechts hier reingucke, da ist einfach nix. Da kommt nix. Ich hasse es. Warte mal, jetzt bin ich auf Stufe 6. An der Decke. Kurz hier runter. Heilige Mutter. Braucht doch nur ein bisschen was. Hinten ist der erste, okay, gut, da komme ich aber gerade noch so hin. Das ist echt schwierige Angelegenheit hier unten, muss ich sagen. Ja, frag mich mal. Schwierige Angelegenheit. Der Druck macht mich fertig. Jetzt ist hier nochmal ein bisschen Lemonite, ist gut für die Pfeile, aber ist nicht gut für meinen Damage-Output. Ja, nicht gut. Ich habe noch 18 Level, das ist ganz nett. Oh, es ist so nice, dass immer so viel Lemonite da ist. 0 Level? Warum habe ich eigentlich 0 Level? Ich weiß es nicht. Ich hatte mal 12, glaube ich. Das wüsste ich tatsächlich gerne, was da passiert ist. Dorn bin ich nicht, Leute. Hau sie anzulügen, weißt du noch, als wir damals 62 genau gestorben sind. Das ist nochmal ein bisschen Eisen. Oh, das ist viel Lemonite. Oh, das ist gut. Okay, zweimal den Deep Bow jetzt auch für beide von uns. Okay, nice. Ja, dann haben wir noch einen zweiten Bogen. Weil der Deep Bow, also falls wir, dann haben wir auch... Yes, so der Kopf noch. Mann, sauber! Folge, fett. Nice one. Oh ja, wir sind auch bald schon. Ich habe hier nochmal ordentlich Lemonite. Ich bin der Lemonite-Dude. Da brauchen wir nur nochmal ein paar Federn. Die könnten wir dann noch, uns nochmal holen. Jeden Fall. Oh, sehr nice. Sehr nice. Zwei Sets auf jeden Fall komplett. Hä? Ich habe die ganze Zeit nicht eingesammelt? What the freaking hell? Wollt ihr mich verkackeiern? Hä? Ich habe die doch immer eingesammelt.
kann mir doch keiner erzählen. Hm. Also Lemonite oder was jetzt? Ja, ja. Ach, ich hatte, okay, ich hatte schon einen Stack. Okay, ich habe über einen Stack Lemonite. Also. Oh okay, Gott. Gut. Ich ja, das, dachte das fällt schon. Aber auch nicht auf, ne? Das ist halt auch echt schwer. Naja, der ist so ein bisschen durchsichtig. Naja, gut. Gut, ich glaube, wir sind, ne? Ja, warte, lass mich nochmal ganz kurz hier das Lemonite abbauen. Gebobbelt. Ich mach's mir hier nochmal gemütlich. Mal gucken, ob wir dann irgendwann rauskommen oder nicht. Ich glaube, das wird beim gleichen Mal genauso enden wie beim letzten Mal, wollte ich gerade sagen. Von daher bin was, ich jetzt, was wird wie enden? Ja, weil ich ja wieder fest im hänge im Dings hier dann. Das bringt ja nichts. Weil ich okay. Bin ja wieder mittendrin jetzt. Ja. Erzähl ruhig weiter. Tomate. Und dann habe ich noch eine Katze gesehen und wie lange noch? Ich weiß es nicht, jetzt kommt aber auch nichts. Ablenkung. Ja, es ist ein schöner Tag, Leute, es ist ein schöner Tag, aber wir müssen raus. Bei mir, Jazz. Oh Gott. Das hat keiner gesehen. Okay, diese blöden Saphir. Ich frage mal Peter oder Kev, ey, für ein Saphir irgendwas. Was du da für tun kannst. Oh, ich habe hier noch ein bisschen Gold. Okay. Ein bisschen Gold ist auch gut. Ist geil. Okay, gut. Ja, von meiner Seite aus her war es das jetzt aber erstmal. Ich muss mich dann darum kümmern, wie dieser wunderbare. Oh, du leckst gerade ein bisschen, Smurf. Was? Du leckst. Ja, was? Ja, doch, du leckst. Gut, ich mach dann einfach eine Abmod, oder nicht? Okay, mach eine. Ich hab Jade! Aber nein. Jade ist nicht das, was wir brauchen! Jade! Okay, ich mach Licht an. Mach hier zu. Zack. Oh, es leckt. Oh, ich hab keinen Platz für Jade. Bruchstein weg. Okay, leck ich noch? Ja, nee, ist jetzt alles, gut. Okay. Gut. Sollen wir? Können wir? Ja, wir können. Okay, ich muss raus. Okay, sorry, Leute. Da muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal eine Minute weniger machen. Okay. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich bin ein bisschen durch den Wind und ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Guckt bei Smurf vorbei. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische um 12 Uhr wieder. Haut rein. Ciao, ciao.